So, jetzt kommen wir zu dem Yacht-Device NU-02 USB-Gateway. Sehen wir hier unten auf der Yacht-Devices-Seite, yachtd.com, gibt es dazu unter Downloads einmal das, da haben wir das, gibt es da einmal das Manual, also Handbuch, die Treiber für Windows 7, 8 und so weiter. Für die neueren brauchen wir das unter Umständen nicht, das finden wir im Handbuch. Und ein Firmware-Update. Wenn wir uns diese Treiber jetzt runterladen und das Handbuch, dann können wir das Handbuch einmal öffnen. Wenn wir jetzt das NU, Yacht Device NU02 anstecken, dann wird Windows versuchen, einen Treiber zu finden. Unter Windows 10 gelingt es ihm, bei mir unter Windows 7 zum Beispiel, hier auf diesem Rechner. Sieht das denn so aus, dass wir ein NMEA 2000 USB-Gateway oder Other Devices haben. Das hat also keinen virtuellen COM-Port geöffnet. Heißt, wir müssen hier drauf und dann in das Verzeichnis gehen, wo wir unsere USB-Treiber runtergeladen haben, das Handbuch. Unter USB-Treiber gehe ich jetzt auf das Windows 7-Verzeichnis. Da gibt es eine Info-Datei. Die muss ich einmal dort aufrufen und kann die dann installieren. Und danach ist es im Gerätemanager dann unter COM6 zum Beispiel installiert. Das war meine nächste freie Schnittstelle. Wenn ich jetzt rechte Maustaste unter Eigenschaften gehe, Anschlusseinstellungen erweitert, dann kann ich auch die COM-Schnittstelle umstellen auf 2, 3, 4, ja, 4. Sagen, okay, hier wird bereits verwendet, ist okay. Und jetzt habe ich das auf COM4 gelegt.